Armin Schuster von der CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Kollegin Berlosse und viele Vorredner haben juristisch selbst den Grünen und Linken, glaube ich, sehr gut erklären können, warum das ein sehr gutes Gesetz ist. Doch, da bin ich ganz sicher. Und ich danke als Innenpolitiker, dass ich diese Debatte abschließen darf in einem fachfremden Ressort Justiz, aber wir fühlen uns als gemeinsames Team. Und ich möchte den Grünen recht geben. In diesem Gesetz steckt neben den vielen richtigen rechtlichen Dingen, die wir gemacht haben, ein gutes Stück Haltung und Körpersprache dieses Staates. Ja, und das soll eine Signal- und Symbolwirkung haben, nämlich null Toleranz gegenüber Angriffen des Staates. Und dass das Symbolpolitik ist, finde ich ein gutes Zeichen. Insofern haben Sie uns eigentlich nur bestärkt. Sie haben verstanden, was wir wollen. Wer den Staat angreift, wer die Regeln nicht einhandeln will, wer die Repräsentanten des Staates angreift, wird mindestens aus Sicht der Union und der SPD nicht auf Verständnis stoßen, sondern auf das Gegenteil. Und meine Damen und Herren, vor allem von den Linken und den Grünen, ich gebe Ihnen recht, dass man mit Präventionsinstrumenten gegen Gewalt, Kriminalität vorgehen muss. Ich gebe Ihnen nicht recht, dass das ein Allheilmittel ist. Doch, Sie haben nämlich keine anderen Angebote in Ihrer Rede gemacht. Sie haben keine Angebote und keine Lösungsvorschläge gemacht. Wie würden Sie vorgehen? Und meine Damen und Herren, Herr Kollege, lassen Sie die Zwischenfrage zu des Kollegen Tempel. Vor den Sachverständigen. Es gibt Täter. Herr Kollege, lassen Sie die Zwischenfrage zu von dem Kollegen Tempel, von der Fraktion Die Linke. Ja, gut. Ich mache den Satz zu Ende. Es gibt Täter, da wirkt weder Prävention noch Deeskalation, sondern nur eine einzige Sprache. Eine kompromisslos konsequente Haltung des Staates, die die Regelhüter einnehmen müssen. Und das möchte die Union. Wir möchten eine kompromisslos konsequente Haltung. Jetzt mache ich Ihnen noch den Unterschied, den Sie nicht verstehen, zwischen Körperverletzung und dem neuen Paragraph 114. Dass Ihnen das ein Innenpolitiker erklären muss, ist ganz komisch. Wir haben den Einstieg gewählt in die Tatsache, dass du nicht mehr rempelst und nicht mehr tätlich angreifst, ohne Freiheitsstrafe dafür zu ernten. Und das ist ein ganz starkes Signal eines starken Staates. Bei der Körperverletzung gehst du mit einer Geldbuße raus, eventuell, die hätten sie gerne, wir nicht. Wer einen Polizisten anrempelt oder tätlich angreift, geht künftig mit Freiheitsstrafe nach Hause. Und das ist das Signal, was wir senden müssen und auch wollen, meine Damen und Herren. Jetzt kann der Herr Tempel. Herr Kollege Schuster, wir kommen ja beide aus dem Polizeidienst. Insofern bin ich solidarisch und will noch mal helfen. Es ist kein Allheilmittel natürlich, hier mit präventiven Mitteln zu arbeiten. Aber deswegen habe ich ja eigentlich eine ganze Reihe in der Situation angesprochen und auf die können Sie gerne jetzt in der Antwort auch noch mal eingehen. Wir haben ja eben gesagt, dass es hauptsächlich auch Ressourcen sind, dass es eine Konsequenzenlosigkeit gibt nach ersten Straftaten. Kein Gewalttäter fällt vom Himmel, sondern es ist immer eine Entwicklung, in die greifen wir lange nicht ein. Es gibt auch keine sozialen Reaktionen des Staates mit entsprechend geschultem Personal. Da ist eine Baustelle, das wird seit Jahren angesprochen, dass der Staat viel zu spät reagiert. Das war eine Möglichkeit. Ich habe natürlich die personellen Ressourcen auch bei der Staatsanwaltschaft angesprochen. Ich habe angeboten sogar, ich bin auf Vorschläge aus der ersten Lesung Ihrer Fraktion eingegangen. Mhm. Ich habe gesagt, selbstverständlich reden wir beim Thema Personal, beim Thema Ausrüstung mit. Auch das habe ich angesprochen. Also wenn Sie aufmerksam und konzentriert zugehört haben, dann müssen Sie doch mitgekriegt haben, dass ich, wenn ich natürlich aus der Opposition heraus nur 5 Minuten Redezeit habe, ein Beispiel herausgreife, das war die Prävention, dass ich aber mehrere Sachen angesprochen habe,
angesprochen habe, die sich zum Teil sogar mit ihren Vorschlägen decken und angeboten habe, dass wir darüber diskutieren. Selbst meine Rede endete damit, dass wir sehr gerne bereit sind, bei allen tatsächlich wirkungsvollen Mitteln zur Senkung der Gewalt, auch gegen Polizeibeamte, aber eben nicht nur, auch tatsächlich mitzudiskutieren und nicht mit Placebos, die hier niemandem helfen, denn das Strafrecht ist nicht für Symbolpolitik. Herr Tempel, ich kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Ihre ganze Rede begann mit den Worten: Wir müssen uns mit dem gesamten Problem Gewaltkriminalität, die erfährt ja eine große Steigerung, 6,7%, ist ja eine gewaltige Menge in einem Jahr. Wir haben ein Problem. Das ist aber nicht Gegenstand dieser Debatte. Gegenstand dieser Debatte ist, was tun wir, wenn Täter, Vollstreckungskräfte, Rettungsdienstler, Ehrenamtler in Ausübung ihres Dienstes angreifen, verletzen. Es sind für die Zuschauer vielleicht 67.114 verletzte Polizeibeamte im Jahr 2016. Was tun wir mit den Tätern, die so etwas verursachen? Nur darum geht es jetzt. Jetzt kommt der diametrale Unterschied zwischen uns beiden. Ich glaube felsenfest daran, dass der Warnschuss, den du jetzt mit dem neuen Paragraphen 114 bekommst, die Androhung einer Freiheitsstrafe, eine enorme Wirkung erzielst, und zwar dann, erstens, jetzt kommt der Appell an die deutschen Polizeibehörden, wenn wir konsequent alles zur Anzeige bringen, zweitens, wenn die Staatsanwaltschaften, da gibt es gute Beispiele mittlerweile in der Republik, der Herr Fechner hat eine in seiner Nähe, die Staatsanwaltschaft Offenburg wirbt dafür, dass sie konsequent jede Anzeige zur Anklage bringt und wenn dann die Richter konsequent aburteilen. Meine Damen und Herren, die Sanktionskette, ich greife einen Staatsdiener an und die Aburteilung und das Ableisten dieses Strafvollzugs, wenn das wirkt, und das ist das große Signal, das von diesem Paragraph 114 ausgeht, dann verspreche ich Ihnen, gehen diese Zahlen runter. Im Übrigen kommen Sie mir mit Ihren Vorschlägen vor wie meine Mutti. Egal mit welcher Verletzung ich heimkam, sie hatte immer Mobilat bereit, aber geholfen hat es nie. Es tut mir leid. Wir machen Vorschläge, die helfen. Und wenn Sie sich noch mal, also noch mal eine Idee, Herr Dr. von Notz, wenn Sie mal schauen wollen, Sie können ja Wirkungsanalysen machen über Politik. Schauen Sie sich die polizeiliche Kriminalstatistik mal an. Was sind denn die sichersten Bundesländer Deutschlands? Da, wo CDU und CSU Innenminister regieren und eine klare Sprache sprechen. Und das ist eine klare Sprache, das sind klare Gesetze. Ich habe mir vorgenommen, diese Debatte friedlich zu Ende zu bringen. Herr Kollege Schuster, der Kollege Ströbele drängt auch danach noch eine Frage an Sie zu stellen, vom Bündnis 90 der Grünen. Ja. Habe ich eigentlich noch Redezeit oder ist das schon drüber? Ich kann mein Manuskript. Danke, Herr Kollege Schuster. Wir verlassen vielleicht einen Augenblick wieder den Wahlkampf und kommen auf die konkreten Sachverhalte zurück. Sie haben von 67.000 Verletzten gesprochen. Vorhin haben wir schon eine Zahl gehört, glaube ich, 40.000 oder über 40.000. Angezeigte Straftaten. Können Sie denn auch hinzufügen, in wie vielen Fällen die Täter dingfest gemacht werden konnten, festgestellt werden konnten? Weil dann ergibt sich daraus, dass das eigentliche Problem nicht die Frage der Strafbarkeit ist, nach allgemeinem Strafrecht, nach § 113 sowieso, heute schon, sondern dass es ein Vollzugsproblem ist. Sie als Polizeibeamter müssen doch wissen, dass es sehr schwierig ist, während einer polizeilichen Maßnahme, Handlung, sich dann auch noch um die Leute zu kümmern, oder Unglücksfälle oder Ähnliches, auch noch um die Leute zu kümmern, die etwa sie angerempelt haben oder sonst beleidigt haben oder sonst sowas getan haben. Ja. Ganz abgesehen davon, dass das alles nichts hilft, wenn sie beispielsweise alleine auf der Straße sind, weil zu wenig Polizeibeamten da sind, um Doppelstreifen zu machen. Herr Kollege, da ist das Problem. Aber Sie geben jetzt schon zu, dass das ziemlich schwache Argumente sind, die eigene Ohnmacht es versuchen zu wollen. Ich werbe ungern mit irgendwelchen individuellen Maßnahmen aus irgendwelchen Wahlkreisen, das ist auch jetzt, aber ich kann Ihnen eins versichern.
Ich könnte Ihnen jetzt auf der Stelle einen Polizeipräsident benennen, der seine Mitarbeiter konsequent anhält. Durch Einsatzleitlinien, wo er festlegt, ganz niedrige Toleranzschwelle. Wir zeigen jede Beleidigung, jedes Rempeln, jeder Angriff wird konsequent angezeigt. Jetzt sage ich es mal, weil das nicht mein Wahlkreis ist, das kann ich gern tun. Der rechtspolitische Sprecher der SPD nimmt mir das bestimmt nicht übel, das ist in seiner Nähe. Die Staatsanwaltschaft Offenburg klagt konsequent jedes dieser Straftaten an, sorgt für eine beschleunigte Behandlung, sorgt für einen höheren Strafrahmen, den Sie von vornherein beantragen, und Sie schaffen es. Ich gebe zu, dass man damit neue Prioritäten setzt. Das ist aber das Symbol, was von diesem Gesetz ausgehen soll. Der Staat sendet das Symbol Null Toleranz. Dafür ist die Polizei verantwortlich, die Staatsanwaltschaft und das Gericht. Und wer das jetzt will, wer diese Politik machen will, wie in Bayern oder in Baden-Württemberg, Sie wissen, wer da regiert, der kriegt jetzt eine Chance. Wer es nicht will, lebt halt wie in Nordrhein-Westfalen. Tut mir leid, kann ich nicht anders sagen. Da ist es halt so, wie es ist. Ich bin der Überzeugung, meine Damen und Herren, wenn Sie diesem Gesetz zustimmen, machen Sie das erste Mal in Ihrem Leben was Gescheites. Ich sag mal, beweisen Sie mal, dass Sie Mumm haben für Innenpolitik. Das wäre mein Signal der Grünen. Letzter Satz. Herr Dr. von Notz, ich wäre unglaublich froh, wenn Sie im nächsten Bundestag noch da wären, da kann man ja Zweifel haben, und die Chaoten, die eventuell rechts von uns rein wollen, nicht reinkämen. So, aber dafür müsst ihr mal eure Frau und euren Mann stehen in der Innenpolitik. Das gilt es zu beweisen. Wir tun das. Das war die Legislaturperiode der inneren Sicherheit in diesem Land. Werden Sie keine andere finden. Dank an die SPD. Und ich stehe gern zu Beratungen zur Verfügung. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den von den Fraktionen der CDU.